Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir fangen auch direkt an. Der Postbote war da und hat mir was Schönes mitgebracht. Und zwar die Glossybox. Wie ihr sehen könnt, es geht heute um die Glossybox. Und ich dachte mir, weil das die erste Box des Jahres ist von der Glossy, setze ich mir heute mal eine Schleifwänze. Ich denke mal, wir fangen einfach mal an und schauen so gemeinsam rein, was in der Glossy drin ist. So, die Box ist noch zu. Die Box ist nur zu. Ich mache mal einfach die Box auf und wir schauen mal rein. Habe ich euch die Box schon gezeigt? Wie gesagt, die Box ist noch zu. Zu ist die Box. Ich habe aber heute schon wieder Clown gefrühstückt, ich weiß nicht. Clown gefrühstückt. So, die Box könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Aber ich werde euch die natürlich zeigen. So, jetzt liegt sie auf dem Kopf. So, das erste, was mir entgegenkommt, sind zwei Gutscheine. Einmal ein HelloFresh-Gutschein, 45-Euro-Gutschein. Kennen wir ja mittlerweile schon alle. Wie gesagt, HelloFresh, ich wiederhole das nochmal für alle, die es noch nicht wissen. HelloFresh ist ein Lieferservice mit Lebensmittel. Ihr könnt aussuchen zwischen verschiedenen Gerichten, auch veganen Gerichten, Fischgerichten, Fleischgerichten. Und die Box könnt ihr euch wie belieben zusammenstellen, da variiert der Preis auf jeden Fall. Ihr könnt ein Menü bestellen, zwei, ich glaube bis fünf Menüs könnt ihr, glaube ich, bestellen. Ist, glaube ich, die Maximalmenge für fünf Personen. Also, wie gesagt, ich habe es schon mal ausprobiert, die Rezepte sind alle wirklich super und die schmecken auch alle wirklich super. Wie gesagt, nur die Portionen sind ein bisschen klein für mich. Wenn es mir was schmeckt, dann möchte ich gerne einen Nachschlag haben. Und das ist meistens nicht der Fall so, dass man nochmal was nachnehmen kann. Aber wie gesagt, es lohnt sich schon, eine Box zu bestellen. Die kann man auch jedes Mal, kann man pausieren im Abo oder komplett auch abbestellen. Wie gesagt, mit diesem Gutschein lohnt sich schon mal, eine Box zu bestellen, auf jeden Fall. Ich empfehle auf jeden Fall ausprobieren. Ausprobieren solltet ihr das trotzdem mal. Wie gesagt, ihr habt ja diesen Gutschein. Und dann schaut mal einfach mal rein und dann, wie gesagt, einmal probieren kann man. So, dann haben wir noch ein mein Müsli. Ein mein Müsli Gutschein. Wie gesagt, müsst ihr Mindestbestellwert ist auf 10 Euro. Und dann bekommt ihr diese Gratis-Box von 12,90 Euro dazu. Ich zeige euch das einmal. Ja. Ne? So. Ja. Ich quatsche schon wieder viel zu viel, aber egal. Das sind ja Informationen, die müsst ihr ja auch wissen. Ne? So. Das ist die Box. Die Boxy. Ist eine ganz normale Glossy Box diesmal. Hat kein Boxenthema. Ich meine keine Boxendesign diesmal. Ne? Wie gesagt, schlicht gehalten. So. Ja. So. Der Deckel ist auch wie immer. Ne? So. Das ist der normale Boxendeckel. Wo lege ich den jetzt hin? Schmeiß den mal eben zur Seite. So. Okay. Ist nicht so verrutscht, das Schleifi. Egal, ich zeige euch das mal eben. So. Sieht die Box aus. Der erste Blick in der Box. Ne? Schleife ist jetzt ein bisschen verrutscht, aber das finde ich nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, das ist das Glossy-Magazin. Das muss ich mal eben schauen. The Power of Beauty ist diesmal das Thema. Ist sehr schön. Ich finde, das ist sehr schön diesmal. Sehr schlicht gehalten und ja. Ich glaube, einen Bademantel hat die Dame an, ja. Ein Bademantel, dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Magazin werde ich erstmal zur Seite legen. So, das ist dann der zweite Blick der Box, bevor das Flebi aufgeht. Diesmal haben wir eine Leseprobe drin.
von Silvia, wie war das? Silvia Deloy. Auch die große Liebe fängt mal klein an. Ja, warum nicht? Ich bin ja nicht so der Lesetyp. Ich lese schon, aber ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich habe mir auch vor kurzem ein tolles Buch bestellt. Aber ich habe noch nicht einmal reingeguckt, weil ich wirklich, 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 wirklich keine Zeit finde. Ja, auf jeden Fall eine schöne Leseprobe. Werde ich mal reinblättern. Und wie gesagt, so Liebesgeschichten, ich bin sowieso so für Liebesgeschichten. Ja, da bekomme ich, und für Liebesgeschichten bin ich voll. Da muss ich mal gucken, ob ich da, werde ich bestimmt mal so zum Einschlafen reinschauen. So, das Klebi, ich mache jetzt erstmal dieses Schleifchen auf, obwohl das ja eigentlich schon unten sitzt, aber egal. So, jetzt mache ich mal das Klebi auf. Ritsch, die Seite schauen. So, okay. Okay. Ja. Oh. Mir kommt ein Geruch in der Nase. Ja, dann ist da irgendwas drin, was duftet. So. Erstes ziehe ich raus. Ein Sneak and Peek Produkt. Das war auf jeden Fall in der Sneak and Peek. Zweierpack Daily Concepts, glaube ich, heißt das. Ich weiß nicht ganz genau. Ihr wisst ja, meine Fremdsprache ist nicht, bin ich nicht mächtig. Ich zeige euch das mal so im Bildschirm. Ja. So, dann ist auf jeden Fall ein veganes Produkt. Und wir haben hier zwei Stück drin. Ich werde es mal aufmachen. Das finde ich ja ganz interessant. Finde ich auf jeden Fall super, das Produkt. Im anderen Video, was ich noch drehen werde, werde ich euch auch was zeigen. Das habe ich die Woche nämlich besorgt. Aber das geht ja jetzt nicht um das, es geht ja um diese Produkte. Auf jeden Fall fühlen die sich echt weich an. Echt weich. Ich zeige euch gleich mal eben den Unterschied. Boah, die finde ich echt super. Und machen wir zwei Stück, wirklich ganz weich. Wir hatten ja letztes Jahr hatten wir diese Pads und die finde ich furchtbar. Die sind zwar dick, aber dieser Außenrand, den finde ich furchtbar, wirklich furchtbar. Dann finde ich diese viel, viel angenehmer, wirklich viel angenehmer. So wollte ich mal eben nur gezeigt haben, nehme ich nämlich immer für meine Pinsel sauber zu machen. So, ja, das war schon mal, finde ich super und ganz wirklich weich. Toll, tolles Produkt. So, was sollen wir machen? Ach, den Preis werde ich euch wieder einblenden. Ja, da brauche ich jetzt nicht im Häfchen gucken. Ich glaube, die kosten so 7 Euro. Aber wie gesagt, den Preis werde ich euch hier einblenden. Hier irgendwo einblenden. So. Ich glaube, mein Clown kommt schon wieder hoch. So, jetzt haben wir hier Mia. Zeit für neue Regeln. Von Mia Kerkom. Das ist ein Pröbchen und zwar unverkäufliches Muster Mia Tampon Normal. Ja, wie gesagt, ich zeige euch mal, das ist hier ein Tampon, ein OB. Ich kann da leider nichts mehr mit anfangen, weil ich damit keine Probleme mehr habe. Wie gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich muss das nicht unbedingt in einer Box drin haben. Ich muss nicht daran erinnert werden, dass man so einmal im Monat so ein Frauenproblem hat und die Männer doch davon verschont bleiben, mehr oder weniger verschont bleiben. Ne? Ich muss ich nicht haben. Wirklich nicht. Aber es ist nett. Wie gesagt, ich glaube, wir sind alle in dem Alter, wo wir eigentlich schon alle wissen, welche Produkte wir die für uns gut tun. In diesem Fall auf jeden Fall. Ja, und da nochmal neue Experimente machen. Ich weiß nicht. Das ist was für junges Mädchen. Ist das okay? Die noch ausprobiert. Aber für eine reife Frau denke ich mal nicht, dass die da noch großartig rumexperimentieren möchte. Wenn sie ihr Produkt schon gefunden hat. In diesem Fall. Ja, so denke ich darüber auf jeden Fall. So, dann kommt mir entgegen
von Mixer, ich denke, das heißt Mixer, reparierende Handcreme, okay, Handcreme, ja, wie gesagt, bei dem Wetter kann man ja Handcreme gut benutzen, aber ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht in jeder Box eine Handcreme drin haben. Ist ein schönes Produkt, keine Frage. Ich lege euch das einfach vor. Seit 1924 entwickelt. Mixer, abgestimmte Produkte für empfindliche Haut. Wirksam und zugleich angenehm aufzutragen. Bietet Mixer bewiesene Hochverträglichkeit. Reparierende Handcreme, trockene, beanspruchte Haut, braucht intensive Pflege, um die natürliche Schutzfunktion der Haut wiederherzustellen und rauen, rissigen Händen vorzubeugen. Unser Mixer-Handcreme für trockene, beanspruchte Hände ist mit Allantiton angereichert, ein Wirkstoff, der aus der Apotheke bekannt ist. Bewiesene Wirksamkeit. Reicher Textur zieht schnell ein und hilft, die Schutzbarriere der Haut zu reparieren. Sie hinterlässt die Haut beruhigt und geschmeidiger, ohne zu fetten. Ja, das finde ich, wie gesagt, 100 Milligramm ist eine gute Größe, kommt man lange mit hin auf jeden Fall. Doch, ist gut, wie gesagt. Ich glaube, das kostet so 3 Euro, wie gesagt, aber ich werde euch das einblenden. Jetzt nehmen wir das nächste Produkt aus der Box und das ist ein Cleansing Gel. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Firma das ist. Ich weiß, ob das die Firma hier oben ist. Normato Öli Skin. Ja. Sieht so aus, das Produkt. Ja. Wir haben hier 125 Milligramm drin. Vegan auf jeden Fall. Ja, es steht hier nichts drauf. Aber auf jeden Fall, wir machen es einfach mal so. Wenn das will. Da ist so eine Sicherheit drin. Ne? Will nicht. Das ist doch auf. Ah, jetzt laut ich. Ja, jetzt ist auf. Ups. Okay. Eigentlich soll das, glaube ich, schäumen. Das soll schäumen da rauskommen. Okay. Boah, das riecht, ob da Honig mit drin ist. Ich lese mal eben, das riecht so. So, der erste Geruch ist Honig für mich. Ich muss mal angucken. Oh, 17,20 Euro kostet das auf jeden Fall. Schenke deiner Haut eine gesunde Strahle mit diesem veganen, parabenfreien Reinigungsgel. Dank seiner sanften, aber dennoch wirkungsvollen Formel. Angereichert mit beruhigender Gurke und Aloe Vera. Entfernt es Schmutz sowie Unreinheiten zuverlässig und spendet wertvolle Feuchtigkeit. Auf jeden Fall 1 bis 2 Pumpstöße in die Handfläche geben und das Produkt gründlich in das feuchte Gesicht, den Hals sowie das Dekolleté einmassieren. Unter fließendem Wasser gründlich abspülen. Vegan. Also ist da kein Honig mit drin. Aber das riecht so für mich so in der erste Moment. So, und jetzt, ich werde mal erstmal. Okay. Ja, ist angenehm. Angenehm. Für mich riecht das nicht. Riecht ja immer noch nach Honig. Der erste Duft. Doch. Okay. Dann haben wir direkt mal eben die Tücher hier probiert. Okay, aber die Fusseln, da, bin mal gespannt, wenn die gewaschen sind. Ja, das ist, weil der Stoff nur ausgeschnitten wird und dann wird der umkettelt. Umkettelt ist, wenn der Saum verschlossen wird. So, das heißt, man abketteln. Ja, okay, ja, ist egal. So, auf jeden Fall, boah, das riecht angenehm. Ich mag den Duft. Boah, das riecht aber gut. Boah, wie bleibt das auch so ein bisschen auf der Haut? Ich mag das, wenn die Haut so ein bisschen duftet. Das ist ein angenehmer Duft.
Doch, darauf stehe ich aber voll. Das ist aber gemein. So. So, dann haben wir hier eine Haarmaske, schützende Haarmaske. Von Natural und Organic. Ja. Kamera. Ja, was ist eine Haarmaske? Schützende Haarmaske und Volumen Conditioner. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Ich gucke mal im Häppchen, was das kosten soll. Hier haben wir 50 Milligramm. Denkt mal, ist wieder ein teures Produkt. Die Haarprodukte sind ja meistens alle wirklich teuer, die hier in dieser Box drin sind. Wenn das Marken, so außergewöhnliche Marken sind. Ja, jetzt suchen wir wieder, ne? Hier ist es nicht. Hier auch nicht. Ich finde es wieder nicht, das ist gemein. Oder ist das ein Produkt, was wir ersetzt haben für was anderes? Ja, irgendwie finde ich das Produkt nicht. Ich werde nochmal langsam durchblättern. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das ist ein Produkt, was sie ausgetauscht haben, weil die haben diesen Monat ein Produkt ausgetauscht, weil das wohl nicht lieferbar war oder irgendwie auch immer. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Wie gesagt, das ist ein Austauschprodukt. Ich werde versuchen, einen Preis zu finden, den werde ich bestimmt finden. Werde euch das dann ausrechnen und dann, weil ist ja ein Pröbchen wird das sein, werde das ausrechnen und werde euch das dann einblenden. Ich will gucken mal, wie das riecht. Alles so, ist egal. Machen wir auf? Ja, wir machen das auf. Okay. Ja, das riecht nach. Ist Zitrone mit drin. Ist auf jeden Fall Zitrone mit drin. Ja, schade, ich kann euch da weiteres nichts sagen. Auf jeden Fall ist das eine schützende Haarmaske und Volumenconditioner. Ja, von Naubei. Natural und Organic. Aber das habe ich euch ja schon gesagt. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. So, und jetzt haben wir noch ein Sneak and Peek Produkt. Verso Creme. Ich glaube von der Firma Verso. Das ist auf jeden Fall was für diesen Wetter angepasste Creme. Bei dem Wetter brauchen wir für anspruchsvolle Haut. Jetzt, wie gesagt, unsere Haut ist ja bei diesen Temperaturen anspruchsvoll, weil wir sind draußen in der Kälte und in der Feuchtigkeit und dann kommen wir rein in eine trockene Heizungsluft, dann muss die Haut ja mehr arbeiten und das ist eine Creme, die ein bisschen mehr, soll ich sagen, mehr reichhaltige Substanzen hat. So, sagen wir mal so. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber die werde ich gerne ausprobieren. 50 Milligramm ist auf jeden Fall hier drin. Ich gucke mal eben, was die Creme kostet. Ich glaube, das ist wieder nur ein Pröbchen, ne? Ja, das muss ich euch ausrechnen, weil diese Pröbchengröße, oder soll das doch achten? Doch, 28,50 Euro soll dieses kosten. Okay, ja, zum Ausprobieren aus dieser Box mache ich, da werden wir das auf jeden Fall ausprobieren, ne? Ja, ist das schon ein Preis wieder für 15 Milligramm. So, meine Lieben, die Box ist leer. Schaut mal. Box ist, upsi. Das müsste ich nicht verteilt haben hier. Box ist leer. Ja. Ja, das war's schon. Das war's schon. Wir schauen mal kurz im Häppchen rein. Okay, ich habe auch vergessen, euch eigentlich das Thema. Ich lese da vorne immer so ein Vorwort drin. Das habe ich jetzt mal wieder vergessen. Das vergesse ich immer nämlich ganz gerne, weil ich immer so schnell zu den Produkten möchte. Aber wir schauen mal, was das Thema nächsten Monat ist. Okay. Das erwartet dich im Februar. Das Packaging ist schon mal, also der Kartönchen, ist ja voll meins. Darauf freue ich mich schön. Kann man nämlich schön dekorieren. Zeige ich euch sofort. Sing, Dance, Love, Repeat Edition. Oh ja, wie vermisse ich das? Wie vermisse ich meine Festivals? Dieses Jahr wird das auch wieder nichts geben. Denke ich nicht. Wie zeige ich euch das mal eben? Das ist das. Das wird
Das wird die Box nächsten Monat sein. Hier. Die, sieht das nicht schön aus? Ich mach das mal. Sieht die nicht schön aus, die Box? Toll, ne? Da wird man auch wieder zum kleinen Mädchen. Ja. Da bin ich gespannt, was da drin sein wird. Auf jeden Fall wird das die nächste Box sein. Ja. So, ich quatsch schon wieder viel zu viel. Ja. So, das war's, meine Lieben. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Jo. Ja. Doch, wir hatten, für mich war der Highlight, wirklich für mich der Highlight der Box, war das Cleansing Gel. Doch, weil das wirklich die Substanz und weil der Geruch war angenehm, für mich fand ich total toll. Jetzt ist der Geruch natürlich weg. Nur noch ganz leicht, aber doch, fühlt sich gut an. Doch, das ist mein Highlight der Box auf jeden Fall. Doch, finde ich schön. Das gefällt mir. So, meine Lieben, das war's schon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen möchtet, dann vergesst doch nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. So, meine Kamera ist wieder ausgegangen. Ich habe jetzt eigentlich das schon abgedreht gehabt. Aber ich habe vergessen, auf den Red-Button zu drücken, dass der auch aufnimmt, den Rest. So, ich weiß nicht, heute ist Sonntag und ich weiß nicht, ich habe heute, glaube ich, wirklich einen Clown gefrühstückt. So, meine Lieben, wie gesagt, wenn ihr auf das auf Abonnieren drückt, damit ihr, oder auf das Glöckchen, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst, also wenn ihr auf das Abonnieren drückt und auf die Glocke, dann verpasst ihr mein nächstes Video nicht, was dann demnächst wieder bestimmt erscheinen wird. So, ich besser glaube, ich werde jetzt Schluss machen, weil ich weiß nicht, irgendwie wird der Clown heute doch mitgefrühstückt worden sein. So, auf jeden Fall, passt auf euch auf, denkt daran, achtet auf euch, achtet auf die anderen. Wir sehen uns, eure Tanja, ciao!